lieben Freunde der gepflegten Minecraft-Unterhaltung. Ich spreche wieder einmal ein ganz, ganz schlechtes Deutsch, zum zeigen, dass ich Schweizer bin. Nein, jetzt ohne Mist, wir starten hier neu. Unsere Minecraft-Map hat es leider nicht geschafft ins neue Jahrtausend. Vor zwei Wochen. Nein, wieder einmal eine total cool, super Anmoderation, total in die Fresse gehauen. Also manchmal möchte ich mich selber schlagen. Nein, jedenfalls, ihr erkennt, der gewiefte Minecraft-Spieler unter euch erkennt die Füße im Hintergrund und die Tatsache, dass die Herzen anders aussehen. Anders ist kein Wort, man sagt anders. Egal, wir spielen heute, oder unser neues Projekt lautet Minecraft Hardcore und ich spiele mit Postra und Axtasia, also Peter und Michel. Hallo! Ja, und wir sollten keine Zeit vertrödeln, denn wer stirbt, ist draußen. Ich erkläre die genaueren Regeln nachher noch, am besten holen wir uns gleich Holz. Also, wir spielen alle zusammen in einem Haus so. Ich hätte oder gesagt. Unterschlupf so, ja. Ja. Oh mein Gott, Getting Wood! Hier sehen wir sind schon der gewiefte Minecrafter unter euch. Wir festgestellt haben, dass wir eine gravierende Änderung haben. Wir spielen nämlich in der Minecraft-Version 1.7.2. Oh mein ja, Gott! Und da ist jetzt neu dazugekommen, dass Achievements in der Textbar angezeigt werden. Oh mein Gott! Ich wirke wie das ein ist so krass. Ich wirke wie ein Professor Klugscheißer, ne? Ne? Nein. Ne? Gut, jedenfalls, ja, Peter kennt ihr? Nee. Nee. Wer bin ich? Ursula? Ursula Nadeschke. Bärbel. Oh Gott, entweder leckt jetzt gerade mein Server, mein Spiel oder alles miteinander. Ich hab keine Ahnung. Oh, willst du vielleicht mal erklären, was das Ziel dieses ganzen Spieles hier ist? Nö, hab keine Lust. Nein. Keine Lust. Keine Lust, keine Zeit. Ja, Rosenbüsche. Rosenbüsche. Wir werden auch direkt dann auch während dieser Aufnahme mal auf die neuen Features eingehen von 1.7.2, aber jetzt erkläre ich zuerst einmal, was unser Ziel ist. Also zuerst einmal ist unser Ziel zu überleben. Denn stark überleben. Denn sterben ist nicht so lustig, wie viele Menschen vielleicht wissen. Das ist ein sehr, sehr einmaliges Erlebnis. Und hier jetzt in Minecraft Hardcore ist es eben auch ein einmaliges Erlebnis. Der Realität nachempfunden, weil ich renne auch immer in Wälder und haue mit meinen Händen Bäume. Oh ja. Jeden Tag. Habe ich jetzt so eine Hornhaut an meinen Händen. Jedenfalls könnte jemand gleich mal diese Hühner schlachten, damit wir schon ein bisschen Fleisch haben, weil sonst wird verhungert. Mhm. Das. Wow, ich habe das Achievement Benchmarking bekommen. Fortgeschrittenes Handwerk. Ja, Peter hat es auf Deutsch. Ich habe es natürlich klassischerweise auf Englisch gelassen. Denn es ist viel oldschool. Bei mir steht es auf Deutsch und Englisch. Classic. Hühner. Ich finde das toll, dass man jetzt so man etwas craft, dass man das so rüber, also die Items so durch den Feld so rumziehen kann. Dann kann man viel schneller die Sachen reintun. Du hast, glaube ich, schon länger nicht mehr gespielt. Das ist schon seit 1.5.6 der Fall. Ja, aber ich glaube, wir haben nicht mehr. Ja, doch, wir haben, glaube ich, mal einmal aufgenommen. Das war dort schon integriert, du hast es einfach nur nicht mitbekommen. Doch, ich habe es, glaube ich, sogar verwendet, aber ich wollte nur nochmal Nachdruck verleihen, dass ich das so cool. Man merkt es und Mische sagt gleich gar nichts mehr dazu. So, ich jetzt! Ich dachte, Hühner! So, jetzt, ich bin immer noch nicht fertig geworden mit erklären, was wir stirb, wollen. Hühnchen, stirb! Die Regeln sind ganz einfach, eben wer stirbt, ist draußen. Dann haben wir uns beschlossen, dass wir danach die ausgeschiedene Person mitkommentieren lassen. Das heißt, wenn... Aha. Ach. Könntest du für mich auch noch ein paar Steine abbauen? Natürlich. Getting an upgrade. Mir auch. Sorge für unser Essen. Ja, ich
Wenn jetzt eben hat der Birkenbaum eine neue hat der Birkenbaum eine neue Textur erhalten? Gut, nein, eben jedenfalls, wenn einer von uns stirbt, dann wird dieser automatisch zum Mitkommentator, das heißt, er setzt seinen Arsch wieder neben mich. Oh mein Gott. Ja, so wie wir es gewohnt sind von Vindictus zum Beispiel, wer sich an das Tittenspektakel noch erinnern kann. Ja, mehr gab es in dem Spiel nicht. Also gut, das, man muss sagen, das Prinzip ist nicht so... Das Spielprinzip an und für sich, dieses Action-Kampfsystem und so, nicht schlecht, aber zu viele Titten auf zu wenig Raum. Ja, gut. Ich bin wieder mal am Erklären und renne verwirrt durch die Gegend. Super. Nein, jedenfalls... Na gut. Das ganz, ganz große, große Ziel ist, dass wir drei zusammen den Ender Dragon töten. Ja. Was ich jetzt schon sagen kann, so lange geht das Projekt definitiv nicht. Also spätestens wenn wir beim Enderdrachen sind, werden wir sterben. Dann ist es so, dass wenn zwei Spieler tot sind, der dritte nicht mehr alleine weiterspielt. Das heißt, es spielen also immer mindestens zwei miteinander. Und ja, wenn ich zuerst sterben sollte, ich nehme ja jetzt gerade auf, dann übernimmt Postra automatisch die Aufnahme. Ist das unser Nachtquartier hier schon? Ja, wir könnten es als eines benutzen, ja. Ja. Gut, dann nehme ich noch, hole ich noch ein bisschen Holz. Holzi. Holz. Ich habe sonst noch 26 Holzstämme. Ja, ich Holz kann man immer brauchen. Holz kann man immer brauchen. Jedenfalls, ja, das sind so im Groben die Regeln. Oh, Fackeln. Licht! Kamera, Action. Ja, und dann... Schafe? Ja. Schafe, Häuslebauer. Wir machen gleich ein paar hier ein wenig Schafe in der Gegend. Ich sehe Schafe. Ich mach gleich zwei Kisten. Ich mach einen Ofen. Ah, für die geht's nicht. Hühnchen braten. Das ist super. Ich hab zwei Kohle. Gut, ich hab Hühnchen. So, haben wir hier eine Kiste. Hier können wir schon mal Altmetall abstellen. Ich habe 4 Hühnchen bekommen. Hast du jetzt uns Spitzhacken gemacht? Nee, noch nicht. Auch gleich 1.7 neues Feature. Wenn man in Höhlen oder Gebäuden drin ist, wird der Himmel außen dunkler. So habe ich hier mal das Gefühl, es ist schon bald Nacht. Aber nein. Nettes Detail. Leicht unnötig, aber mir gefällt es. Habt ihr euch jetzt Spitzhacken gemacht oder soll ich die noch für euch machen? Ich hab nur einen Ofen gemacht. Du kannst mir sonst die Steine in die Fresse schmeißen. Hau sie mir in die Fresse! Dankeschön! Nehmen sie! Oh. Nein. Nein! Oh ja! Ja. Ich hab auch! Ja, deine Spitzhacke liegt in der Truhe. Dein Schwein pfeift. Ja, klar, mein Schwein pfeift. Ja, Hauptsache... Ich hab 2 Wolle. Das war's sicher. Postel, das war's sicher du. Du hast sicher direkt Rosenbüsche kaputt gehabt. Natürlich. Ach, Kinder. Ich wollte... Und diese rote Blume ist eine Mohnblume. Ja. Die ersetzt die Rose. Oh, Erfahrung. Wieso liegt hier eine Erfahrungskugel? Das ist von mir selbst und vom Hühnchen. Kinder, ist euch bewusst, dass wir ziemlich bald mal in eine Höhle sollten, um Rüstung zu Eisen zu holen? Ja, es wird lang dunkel und ich habe auch schon ein bisschen einen Höhleneingang gefunden. Ich weiß nicht, wie tief das es geht, aber... Ich eben auch. Da kommt ein Skelett! Mach mal besser hin hier, es ist ich schon decke fest! Wo bist du? If you be my girl! Achtung! Ja, keine Türe! So. Hast du schon einen Pfeil im Kopf? Nein, in der Schulter, ja, Entschuldigung. Interessant, ich habe nur 1,5 Herzen verloren. Ich hätte gedacht, das ist mehr Schaden. Keine Ahnung. Also Creeper sind, glaube ich, die... Oh, time to strike. Ja, zu deinen Waffen, meine Brüder und Schwestern. Was hast du gemacht? Bert. Holz, Stein. Ich habe ein Holz gemacht, habe keins bekommen.
in dem Fall erst ab Stein. Da, bitte, Steinschwert. Jetzt wollte ich mir auch eins machen. Ich hab dir jetzt eins gemacht. Danke. Tut das weh? Oh, ja, drei Herzen habe ich verloren irgendwie. Okay, liebe Kinder, wir sollten uns gegenseitig nicht hauen, vor allem nicht, wenn einer ein Diamantschwert hat und der andere keine Rüstung. Glück das könnte... ist das nicht der Super-Hardcore-Mode, sonst wäre es ein bisschen gravierender. Ja, sonst hätte ich schon vier Herzen verloren, aber ja, schöne hey, Aussicht. Ich will das schauen. Nein! Okay, Ja, was machen wir in dieser ersten Nacht? Ja, ich grabe ein bisschen. Ja, wagemutig traut sich Postra hinaus. Mach zu! Ich gehe mal ein bisschen erkunden hier. Okay. Viel Spaß. Ich gruppe auch ein bisschen. Ich mach mit. Such nach Schafen. Wie viele Wolle hast du? 2. Das wäre super, wenn ich schon in der ersten Folge sterben würde. Hat jemand was zu essen? Ich hol gleich Hühner. Ich hol gerade Hühner. Wenn jemand Kohle hat, das habt ihr Hühnchenfleisch im Ofen bereit. Postra sollte. Ich hab Kohle. Kohle dann haben, ja. Back sie, koch sie, grill sie. Ja, aber die ganze Kohle ist ein bisschen Verschwendung. Nimm Holz. Ja, nimm Holz. Mach doch Holzkohle. Nein, ein Creeper! Ah! Oh Gott. Nein. Oh, 2 Creeper. Sollen wir ihm die Tür abhalten? Es hat explodiert. Kommt er wieder? Da beim großen Busch sind wir. Sonst? Ich hab dir extra die Tür aufgehalten. Jetzt musst du Danke sagen. Ich hab vier Hähnchen. Und ich hab Frameraten-Einbrüche. Heute läuft es wieder mal super. Hey! Okay. Ich wollte hier einen Gang reinmachen. Au. Wirklich ist zu. Wartet mal kurz, ich bin kurz etwas. Aufnahme läuft noch. Wunderbar. Ich muss da mal kurz etwas schließen. Der Prozess läuft ein bisschen. Läuft ein bisschen amok. Heiß. Wie kann man schon wieder Holzkohle machen? Oh mein Gott, ich höre ein Ender. Ja, du musst das neue Holz, also die Holzstämme, Ofen packen und mit irgendwas verbrennen. Mit irgendwas? Beispiel mit dem Holzbrettern. Ich weiß, wieso ich keine Vanilla-Server... Wieso ich die Vanilla-Server nicht gerne habe, die brauchen unglaublich viel Arbeitsspeicher. Ja, okay. Ich höre dieses Mist-Ding. Das Mist-Tee. Oh, Enderman! Hallo! Hey! Wo ist dein Enderman? Du nicht so. Ich höre nur. Braucht dort noch jemand gerade Fleisch, ne? Oh, ich höre dich. Mach zu! Meine kleine Schwester ist ein bisschen in Panik, wie man vernehmen kann. Brauchst du Fleisch? Ich hab noch. Brauchst du Fleisch? Nein. Hast du Fleisch? Ich hab keinen Hunger. Okay, ich pack das restliche Fleisch in die Kiste. Alle meine ich Kisten. Ich höre Wasser. Du da. Wasser. Nein. Alle Kissen sind dahin, gewagte, aber doch schöne Interpretation des klassischen Kinderliedes. Dankeschön. Gibt es in 2 Wochen auf iTunes zu kaufen. Toll. Werd's mir kaufen. Dann auch in der Karaoke-Version. Tolle Sache. Was bist du hier? Ich hab Eisen gefunden und Kohle und die. Ja, ich baue ab. Kannst du mir hier noch ein bisschen Licht machen? Ah. Ja, ich mache mir selber Licht. Okay. Ich bleib hier oben. Mit meinem Schwert. Leg es nicht mehr aus der Hand. Meine Schwester hat, glaube ich, jetzt schon Paranoia. Paranoia!
Du musst ihn ganz. Aber wenn die Zombies beginnen, die Tür reinzuschlagen, musst du schon was machen. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Ich will nicht. Dann schrei ich und dann kommt jemand. Vielleicht. Nicht vielleicht, sicher. Ja, jetzt ist es wieder mal spannend. Wir müssen eine Nacht überbrücken. Ja, du kannst uns warnen, wenn Tag ist. Bist du gerade auf Höhe 12 am Bauen oder was? Ich bin noch nirgends. Also willst du auf Höhe 12? Ja, ich wollte ein bisschen in die Tiefe gehen, da wir hier ziemlich... ist wahrscheinlich etwas zu finden. Nicht unbedingt Strip Mining. Also mir persönlich gefällt Strip Mining nicht, aber... Ja, mir auch nicht, aber wenn man schon die Nacht überbrücken muss. Ja gut, dann...